Schick, schick. Das sind die Medaillen, die bei den Special Olympics World Games in Berlin vergeben werden. 144 Gramm schwer ist jeder einzelne, das Gewicht der Botschaft hingegen grenzenlos. Zusammen unschlagbar. Mit ganz viel Rhythmus im Blut überzeugt gemeinsam Botswana in einem regelrechten Volleyballspektakel. Sie gewinnen den zweiten Satz mit 28-26 und schlagen Jamaika. Was für ein Krimi. Dieses Nervenduell ist beste Werbung, weshalb die Botschaft klar ist. Fans ab auf die Tribüne. Apropos Nerven, kann man einen kühleren Kopf haben als Alberto Torres? Beim Hockeyspiel Paraguay gegen Pakistan ist die Spielzeit abgelaufen, aber die Südamerikaner haben noch einen Penalty. Torres tritt an, Torres verwandelt, kompromisslos zum Sieg. Anschließend jubelt er wie ein Jungspund, nachdem seine Erfahrung den Unterschied gemacht hat. Mit 51 Jahren ist er schließlich der Papa des Teams. Was im Alter so möglich ist, zeigt uns auch er. Während andere bei solchen Gewichten eher wegrennen würden, kann er es gar nicht abwarten. Der Kanadier Phil Brown strotzt vor Tatendrang und stemmt beim Kraft-3-Kampf in jeder Disziplin seiner Kategorie das höchste Gewicht. Und das mit 55 Jahren. Die teils 30 Jahre jüngere Konkurrenz lässt er damit alt aussehen. Eigentlich kaum zu glauben. Wobei, wenn man dieses energiegeladene Kraftpaket so sieht, fällt es einem doch nicht so schwer. Emotionsgeladen auch der Tag in der Leichtathletik. Laut ist es beim Kugelstoßen. Die Jordanierin Lida Hadaib quetscht alles aus sich heraus und freut sich über jeden gültigen Versuch. Ganz Olympia-like, dabei sein ist alles. Mit vollem Einsatz ist auch Solei Thomas dabei. Vom strömenden Regen lässt sie sich nicht stoppen. 4,74 Meter. Die hat Kraft und gleichzeitig auch jede Menge Rhythmusgefühl. Viel Gefühl zeigen auch die über 250 Athletinnen und Athleten ab sofort beim Bowling. Und wie man es erwarten darf, geht es natürlich auch hier richtig stimmungsvoll zur Sache. Bowling, eine der beliebtesten Sportarten der Weltspiele, ist halt einfach ein Strike, auch in Berlin. Ein Volltreffer ist auch ihr Besuch auf der Tennisanlage. Für die frühere chinesische Weltklasse-Spielerin Li Na sind die World Games eine Herzensangelegenheit. Deswegen bereitet sie den Athletinnen und Athleten gern einen unvergesslichen Tag. Applaus, Applaus gibt es selbst von den Kleinsten für die ganz große Leistung von Elvira Amirov. Die 21-jährige Deutsche ist sowohl über 25 Meter als auch über 50 Meter Brust nicht aufzuhalten. Beide Male schlägt sie als Erste an und wird entsprechend vom deutschen Team gefeiert. Für zweimal Gold. Berlin lädt ein zu den Special Olympics World Games. Die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Infos unter berlin2023.org.